Jehudi. Feldherr war der listige Mann, der einen großen Krieg gewann. Die Stadt Jaffa war sein Ziel. Sie zu erobern riskierte er viel. Botschaft sandte er: Bedaure diesen Krieg gar sehr, weiß, eure Mauern sind nicht zu nehmen. Nach anderer Front tu ich mich sehnen. Einen Tribut gebt mir an Pharaos Stadt, da er meine Gunst schon lang nicht mehr hat. Jehudi besaß ein Zepter von Macht. Es war von goldener, schimmernder Pracht. Dieses wollte Jaffas Statthalter sehen, wollte zu Jehudi zu Verhandlungen gehen, bevor der das machtvolle Stück hat erblickt. Wurde er zu Boden geschickt. Jehudi schlug den Manne nieder, so daß zur Besinnung er später kam wieder. In Ketten gelegt sah er mit an, wie listig man eine Stadt einnehmen kann. Geschenke sandte Jehudi nach Jaffa, 200 Körbe mit 2 Mannen gar, jeder Mann ging ohne Waffen hinein. Trojanisch sollten die Geschenke sein, in jedem Korbe versteckt ein Mann, mit Waffen für 3, der Angriff begann. Der Pharao war beeindruckt gar sehr von Jehudi, der überhäuft wurd mit Ruhm und Ehr.